So, hallo Freunde, wir sind wieder zurück im nächsten Teil. Ja, wir sind immer noch hier an dieser komischen Fabrik. Bei Mama. Und da hoppala. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal in den Laden. Hier vorne. Guten Tag. Was ist das? Eine Schürze bestimmt. Ja, es ist eine Schürze. Aber da kommt er, der geht da einfach knallhart hinter. Hey, was machen Sie da? Oh, ich dachte, Sie hätten da vielleicht noch ein paar Spezialsalamis versteckt. Nee, habe ich nicht. Alles klar? Klar, wie Sie meinen. Will ich hoffen. Sonst muss ich andere Seiten aufziehen. Wie sympathisch. Hallo. Hallo, Sir. Ich bin Chico Garella und führe den Laden hier für Mama Martino's Salami Fabrik. Wir haben hier eine Riesenauswahl an Salamis. Wir führen Salami Milano, Salami di Fellino, Salami Ungarese, Salami Bresaola. Hey, wir haben hier so viel Salami, dass sie uns aus den Ohren rauskommt. Kleiner Scherz. Vielleicht sucht der Herr ja etwas ganz Besonderes. Wie wär's damit? Die 28 Jahre alte Meisterklasse-Salami nach Mamas Rezept. Nein, danke. Von scharf gewürzten Speisen kriege ich immer Sodbrennen. Ah. Heißt das, Sie essen gar keine Salami? Nein. Nicht? Nie? Nicht wirklich. Also, niemals? Ah, das war nur ein Scherz. Ich bin verrückt nach Salami. Ich sterbe für Salami. Sie gefallen mir. Sind ein komischer Vogel. Hey, kenne ich Sie nicht woher? Vom Fernsehen? Na, ich habe eben so ein Allerweltsgesicht. Ich vergesse nie ein Gesicht, wenn ich eins sehe. Komischer Vogel. Ja, guck dich mal im Spiegel. Wie lange arbeiten Sie hier schon? So lange, wie ich denken kann. Wir gehören schon lange zur Familie. Also sind Sie mit den Besitzern verwandt? Nein, nein. Die Familie. Die Familie. Oh, verstehe. Die Familie. Komischer Kauz. Wovon redet der? Tja, das wissen wir alle gerne. Und warum arbeiten Sie hier im Salami-Shop? Naja, zuallererst einmal, weil ich Salami liebe. Und dann vor allem, wie könnte ich sonst so vielen Leuten meine Liebe zur Salami demonstrieren? Da ist eine Stimmung, die sonst häufiger nachts unten an den Docks zu spüren ist. Sie wirken wie einer, der schon einiges erlebt hat. Wie wär's mit Urlaub? In Rente gehen? Hören Sie, bei Mama Martino geht man nicht in Rente. Sie schickt einen in Rente. Wie darf man denn das verstehen? Sie haben eine sehr große Auswahl an Salamis. Das liegt an Mama Martino. Sie macht viele verschiedene Sorten. Die hier ist vom Eber. Ein wilder Eber? Naja, begeistert war der nicht von der Idee. Ein alter Gag, aber immer noch gut, was? Ja. Was ist an der Martino-Salami denn so besonders? Die besten und frischesten Zutaten. Und das Geheimrezept natürlich. Welche Salami würden Sie mir denn empfehlen? Das wusste ich schon, als ich hier reinkam. Die Martino Meisterklasse. Das Nonplusultra in der Salami-Welt. Interessantes Latein, beeindruckend. Für die Martino Meisterklasse nehmen wir nur das zarteste Fleisch. 3 volle Tage lang abgehangen, ausgeblutet und permanent geschlagen. Geschlagen? Mit was denn? Baseballschläger. Und wenn das Fleisch fertig ist, wird es vom Boss persönlich gehackt. Aus einer Charge machen wir bis zu 50 Salamis. Jede einzelne geht als Unikat in ein anderes Geschäft. Das ist meine einzige 28 Jahre Meisterklasse. Und sie ist preiswert. Wow, wenn man bedenkt, dass die Salami hier seit 28 Jahren hängt. Ha! Sind Sie verrückt?
28 Jahre ist das Fleisch alt, wenn es in der Salami landet. Oh, verstanden. Okay. Mögen Sie Golf? Nö, ich kann keinen Schläger halten. Jeder Schwung, patsch, ein Schlag in den Boden. Es geht nichts über Baseballschläger. Ja, aber zum Lernen ist es nie zu spät. Darf ich vorstellen, Stobarts patentierter ausziehbarer Golfschläger. Ausziehbar? Nicht unpraktisch. Aber bei tragbaren Sachen geht doch nichts über das gute alte Klappmesser. Messer? Oh, sorry, mein Fehler. Ein schöner Schläger, wirklich schön. Na. Was nü? Was denn, wenn ich dem die Zigaretten zeige? Die sind ja von hier. Sie wissen nicht zufällig, was das für Zigaretten sind? Aber klar doch! Das sind Heavenly Breeze, die besten italienischen Zigaretten, die es gibt! Interessante Marke. Meine Lieblingsmarke! Sind hier kaum zu kriegen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, das dachte ich mir. Ein Zug an diesen Dingern und man fühlt sich wie im siebten Himmel. So ist es, Sir. Was wollen Sie für die Packung? Die Salami? Also gut, wenn ich Ihnen diese Zigaretten gebe, geben Sie mir dafür die Meisterklasse-Salami. Die Salami für ein paar Zigaretten? Interessantes Angebot. Abgemacht. Hier bitte, einmal Martinos klassische Meisterklasse-Salami. Danke, hier ist Ihre Packung. Jetzt haben Sie wohl richtig Schmacht nach so einem tödlichen Glimmstängel, nicht wahr? Da können Sie drauf wetten. Aber wenn ich hier verschwinde und erwischt werde, bin ich dran. Ich muss warten, bis keiner mehr da ist. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Chico hat, was er will. Aha. Jetzt heißt es tarnen, warten und beobachten. Aha. Okay. Was ist, wenn ich mich hier einfach mal hier hinten hinstelle? Juhu, ich bin weg. So sehe ich nichts. Ah! Dachte ich's mir doch. Nein, George, nicht dahin laufen. Da hinten hin. So, und das nehmen. Mit dieser Schürze könnte ich mich frei im Gebäude bewegen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf... Hä? Auf morgen. Oh Gott. Ist der immer noch weg? Chico wird bald spitz kriegen, dass ich seine Schürze trage. Ich bleib hier besser weg, sonst lande ich in der nächsten Meisterklasse-Salami. Ja, gute Idee. So, aber das heißt, wir können hier rein. Dumm, die dumm. Kann ich jetzt hier auch rein? Ja, ich kann rein. Ist das Eis? Aber das schmilzt doch. Na gut, okay. Gehen wir mal rein. Er sagt nichts. Da können wir nichts nehmen. Da können wir nichts benutzen. Oh wei, die armen Schweine. Was ist das? Ja, dachte ich mir, das Eis schmilzt. Das heißt, hier können wir irgendwas machen. Und das Eis? Der Eisklumpen aus dem Kühlwagen schmilzt sehr schnell. Also müssen wir hier irgendwas machen. Mit dem Eis. Nur was? Oh wei, sieht das hier aus. Sieht das in der Schlachterei wirklich so aus wie hier? Nein.
Das Rolltor ist verschlossen, aber ich kann Leute auf der anderen Seite hören. Okay. Dann bleibt ja nur noch das da hinten. Da gibt's auch nichts. Wo sind wir hier? Wieder lauter Kisten. Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht hier wieder verschieben. Was ist das? Feuerlöscher. Hä? Brandschutzdecke. Eine Brandschutzdecke könnte nützlich sein. Ja, ist ja gut. Da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Bin ich jetzt hier? Hä? Was ist das? Sicherheitsschlüssel der Maschine. Au! Okay. Was haben wir hier? Ich kann Musik hören, aber woher kommt sie? Aha. Okay. Ein Gabelstapler, oh nein. Und ein, oh nein, ich fürchte. Die sollen wir bestimmt bewegen, richtig? Ich wusste es. Hier ist nichts. Wir müssen bestimmt da oben hoch, wo die Musik rauskam. Da kann man nichts machen. Ja, bleibt ja dann nur noch der Stapler über. Gut. Der Gabelstapler ist tot. Keine Lampen. Nichts. Hier brauchst du ja nicht. Der Gabelstapler ist tot. Keine Lampen. Nichts. Die Sicherheitsschlüssel passen auf den Gabelstapler. Dann benutz ihn doch jetzt. Hä? Okay, also muss ich das dann... Okay. Dann schiebe ich das jetzt da drauf. Alle, hopp. Und nochmal. Alle, hopp. Passt. So, und dann denke ich mal, können wir hier einfach klick. So, und jetzt denke ich mal, müssen wir hier irgendwie hochklettern, richtig? Ja, wir müssen hochklettern. Freunde, das machen wir aber erst im nächsten Teil, denn die Zeit ist erreicht. Wir machen jetzt hier Schluss. Wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder. Ich bin gespannt, was wir da oben so alles finden werden. Ja, und dann sehen wir weiter. Also bis zum nächsten Teil in Everybody 18 Adieu.